Taten statt Worte, Aufruhr zur militanten Aktion rund um den AfD-Landesparteitag. Mandatsträger, Mitglieder und Wähler der AfD dürfen nicht wissen, wann, wo und wie sie die Konsequenzen treffen werden. Sie sollten in Angst leben, dass bereits jetzt oder morgen hohe Reparaturrechnungen in ihren Briefkästen flattern werden. Sie sollen sich Sorgen darum machen, dass es mit ihrer Gesundheit bergab statt bergauf geht. Mobilisieren, aufklären, mit tödlicher Gewalt angreifen, werft Brocken, Gullideckel und Krähenfüße und so weiter und so fort. Um es ehrlich zu sagen, das sind Mordaufrufe gegen Andersdenkende und politische Gegner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst stelle ich fest, dass es wieder anderthalb Jahre gedauert hat, seit dem 23.06., bis ein Antrag im Plenum debattiert wird. Der Drohung gegen Eigentum, Leib und Leben, gegen gewählte Vertreter, Volksvertreter der AfD thematisiert. Das überrascht nun doch, wo Sie nach dem Aschermittwoch der Grünen in Biberach 2024 so eilig hatten, sich über zornige Bauern auszuweinen. Ich zitiere fürs Protokoll die beiden in die Media Gewaltaufrufe im Vorfeld des Stuttgarter Landesparteitags. Taten statt Worte, Aufruhr zur militanten Aktion rund um den AfD-Landesparteitag. Mandatsträger, Mitglieder und Wähler der AfD dürfen nicht wissen, wann, wo und wie sie die Konsequenzen treffen werden. Sie sollten in Angst leben, dass bereits jetzt oder morgen hohe Reparaturrechnungen in ihren Briefkästen flattern werden. Sie sollen sich Sorgen darum machen, dass es mit ihrer Gesundheit bergab statt bergauf geht. Mobilisieren, aufklären, mit tödlicher Gewalt angreifen, werft Brocken, Gullideckel und Krähenfüße und so weiter und so fort. Um es ehrlich zu sagen, das sind Mordaufrufe gegen Andersdenkende und politische Gegner. Ich möchte hier an die Rede des Kollegen Weihrauch vom 12.10.23 verweisen, in der er uns belehrte, denn je höher deren Zahl und die Zahl der damit zusammenhängenden Agitationen, desto höher auch die Gefahr des sogenannten stochastischen Terrorismus. Vereinfacht gesagt, je mehr gehetzt wird, je mehr Hetze nicht verhindert wird, desto höher die Gefahr, dass es tatsächlich zu einer Terrortat kommt. Selbstredend war dies wohl nur polemisch gemeint, Herr Weihrauch, auch für Sie. Gullideckelwerfer sind Gesindel, nichts anderes. Ihre SPD-Parteifreundin Faeser schreibt für die Antifa-Postille laut FAZ vom 7.2.22, ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremisten und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt und werde es auch weiterhin tun. Das klärt eigentlich alles auf. Die Entrechtung von Menschen, die vor den Gesetzen nichts verbrochen haben, hat sie ja mitsamt Maßnahmen in einem Rechtsstaat schwere Straftaten vorbehalten sind. Am 13.02. zusammen mit Herrn Haltenwang und Herrn Münch-BKA erklärt. Die Landesregierung in unserem Antrag zur Rede gestellt, mochte zwar Strafgesetzbuch § 111 die Aufforderung zu Straftaten konstatieren, wollte aber keine moralische Wertung zur Gewaltandrohung gegen oppositionelle Politiker per se abgeben. Die Feststellung, man verurteilte und verfolgte jegliche Gewaltaufrufe erschien mir angesichts der täglichen Hetze gegen die AfD eher als rituell. In diesem Land ist es inzwischen möglich, eine Opposition zu kriminalisieren. Menschen, die gegen kein Gesetz verstoßen haben, werden öffentlich wie Verbrecher behandelt. Strafgesetzbuch § 1 besagt, keine Strafe ohne Gesetz. Haben Sie davon gehört? Paragraph 344 verbietet die Verfolgung Unschuldiger, nur damit Sie das auch noch bei Zeiten hören. Und werte Grüne, bevor Sie jetzt erwartungsgemäß aufjaulen, wir die AfD lieben nicht nur unser Land, sondern haben mit Tausenden von Mitgliedern dieses auch mit aufgebaut. Und unsere Wähler und Parteimitglieder verbieten sich Vergleiche mit Rattenfängern oder Ratten. Das gehört sich nicht. Wie schnell Sie waren Hamas-Sympathisanten zu ahnden, und zwar bis hin zu Eingriffen in das Staatsangehörigkeitsrecht, sagt vieles über Ihre Handlungsmaxime aus. Und da sage einer, dieser Staat könne nicht handeln, wenn er denn wolle. Wie passt die Aussage dazu gegen Indymedia.org? Könne man als Rechtsstaat halt nichts machen.
Wir hingegen werden den Eindruck nicht los, dass die Mehrheit in diesem Haus an einer Aufklärung der gewaltbereiten Antifa-Komplexes und insbesondere seiner Finanzierung nicht im Mindesten interessiert ist. Wir haben nichts darüber gehört, man wolle die Konten dieses Klientels durchleuchten und öffentlich vor ihnen warnen. Ihr Ziel ist dagegen, und da nehme ich die CDU und FDP nicht aus, ist die Opposition zu verunglimpfen und zu kriminalisieren. Die Antifanten, mit denen sie sich gemeinsam zeigen, haben schließlich dasselbe Ziel, die freie Entscheidung der Bürger für dieses oder jenes zu verunglimpfen, zu verunmöglichen und unter den Vorbehalt der Gesinnungsgenehmigung zu stellen. Das Drohpotenzial eines schwarzen Mobs der Abgeordneten und Bürger, der Wirtsleute einschüchtern, spielt ihnen dabei augenfällig sehr in die Hände. Es geht nicht um ein paar Früchtchen, die über die Stränge schlagen. Nein, es geht um unsere Grundwerte. So konnte etwa der Bundestagsabgeordnete, mein Kollege Markus Frohnmeier, am 19.02. in Königbachstein in Pforzheim-Würm nicht zu den Bürgern reden, weil im Vorfeld die Lokalbetreiber bedroht worden waren. Für uns von der AfD sind solche Erlebnisse inzwischen tagtäglich. Dies geschieht, weil man Antifa-Gewalttätern offen Augenzwinger suggeriert, sie seien auf der Seite der Guten und täten der Gesellschaft etwas Gutes. Wir haben ihre Solidarität mit den Antifanten wieder am 23. und 24. bei unserem Landesparteitag erlebt, wo unter anderem der Kollege Kareis mitsamt dem Oberbürgermeister der SPD, der CDU, der Grünen, Lokalgranden, samt bekannten Parteijugend, Gewerkschaften, Kirchenvertreter wie wieder einmal diese unsägliche bunte Kundgebung beehrt hat, die in der ersten Reihe große Antifa-Fahnen schwenkten. Das ist ihre Moral. Nein, man kann nicht sagen, dass sie an der Bekämpfung des gewaltbereiten Linksextremismus interessiert werden, wenn sie gemeinsam auf Kundgebungen auftreten. Pro Jahr kommt es laut Antwort der Landesregierung zu 10 bis 11 Gewalttaten gegen AfD-Repräsentanten und Mandatsträger. Unter anderem muss ich mich auch schon mal zweimal körperlich wehren. Dies kann nicht verwundern, wo doch Herr Minister Strobel selbst für einen Begriff, der de facto Vogelfreiheit politisch Andersdenkende sorgt, indem er unsere Partei aus dem Staatsamt heraus in offiziellen Pressemitteilungen wiederholt als Schande des Mitparteistatut bezeichnet und diffamiert. Dies von Leuten, die ja ständig die einzigartige Bosheit des Nationalsozialismus betonen, sich aber nicht scheuen, die Opfer des Nationalsozialismus mit solchen abartigen, schäbigen Vergleichen zu verhöhnen. Da brauchen Sie einen Böhmermann, der verkündet, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einmal ein paar Nazis keulen. Andersdenker werden in ihrem Milieu lässig als Nazis bezeichnet, die man dann ja umbringen kann. Der TV-Clown spricht aus, was die Hassmeute der Just Milieus hören will. Nichts Neues in Deutschland. Nie wieder ist jetzt, da haben Sie schon recht, anders als Sie allerdings denken. Mit der systematischen Entmenschung Andersdenker haben Sie alle täglich. Denken Sie an Ihren Vater und was Sie sich geleistet haben im Zusammenhang, Herr Rülke. Dann haben Sie viel Buße zu tun. Mit der systematischen Entmenschung Andersdenker haben Sie alle täglich kein Problem. Vieh Koltmann und Öffentlich-Rechtliche widersprechen nicht. Es ist herrlich zu sehen, wie Herr Steinmeier die Wirtschaft im Südwesten für seine Bündnisse gegen rechts einspannen will. Eine Wirtschaft, der das Wasser bis zum Hals steht und der sie nichts, aber auch gar nichts zu bieten haben, außer sie aus dem Land zu treiben. Es ist herrlich zu sehen, wie politische Kirchen nicht ihren Gläubigen vertreten, sondern die Opposition verteufeln, so wie 1938, als sie mitliefen und zu ihren ewigen Schanden ihrer Glaubensbrüder den Schutz nahmen und auch von der Staatsmacht markierten Feindgruppen losgingen. Ihnen steht ein bitteres Erwachen bevor, wenn Sie erkennen, wie eklatant Sie wieder schon bei der ersten Bewährungsprobe moralisch total versagen. Und Mandatsträger mit höchster Repräsentanz dieses Staates laufen bei ihrer Inszenierung Volksfront-Demonstrationen mit und befeuern ohne geringste Gewissensbisse diesen Popanz die Verteufelung friedlicher, demokratischer, Andersdenkender. Was müssen Sie alle Angst haben,
dass die politische Gestaltungskraft in diesem Land wieder in die Hände kommt, in die sie gehört, in die Hände unseres Staatsvolkes, des grundgesetzlichen Souveräns. Sonst gäbe es die militante Antifa längst nicht mehr. Vielen Dank.